durch Berufinerei dessen Möglichkeiten zum Ausdruck gebracht werden. Als Vertreter der OSG bleibt es mir dann vorbehalten, mich zu bedanken, zunächst einmal insgesamt für das Vertrauen, dass wir diese Einrichtung gemeinsam mit Partnern bauen dürfen und zu bedanken bei denen, die die Grundlage dafür geliefert haben. Die wesentliche Grundlage ist die Unterstützung des Landes Burgenland. Ohne Wohnbauförderung würde die Errichtung dieses Hauses nicht finanziert werden können. Die Wohnbauförderung des Landes Burgenland ist nach wie vor die beste in Österreich. Sie resultiert direkt beim Landeshauptmann und hier wissen wir, dass es immer wieder Bemühungen gibt, dass Wohnen leistbar bleibt und dass Einrichtungen wie diese auch in Zukunft möglich sein werden. Ein herzliches Dankeschön, Herr Landeshauptmann, insgesamt für die Zusammenarbeit. Wir bauen gemeinsam im Schnitt ca. 500 Wohnungen pro Jahr und wissen, dass wir uns auf die Wohnbauförderung des Landes Burgenland immer verlassen können. Dieses Haus hier wäre ohne die Unterstützung der Wohnbauförderung nicht möglich. Herzlichen Dank. Liebe Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, heute dabei sein zu dürfen bei einem weiteren wichtigen Projekt, das wir in Angriff genommen haben im Sinne der Verbesserung der psychosozialen Versorgung in unserem Heimatland Burgenland. Und ich denke, das ist deswegen von so großer Bedeutung, weil uns viele Statistiken sagen, dass jeder Vierte zumindest einmal im Leben damit rechnen muss, dass er eine psychische Erkrankung erleidet, die dann nicht therapiert zu einer ganz dramatischen Krankheit sich auswachsen kann. Und da ist es notwendig und richtig, dass wir hier versuchen, die psychosoziale Versorgung in unserem Heimatland möglichst flächendeckend nach gewissen Prinzipien auszubauen. Ja, lieber Landesrat, Frau Bürgermeister, Abgeordnete, vor allen Dingen meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Landesamtsdirektor, darf alle nochmal sehr, sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich bei diesem Spatenstich dabei sein kann. Ich freue mich auch deswegen, dass weil wir mit der Stadtgemeinde Mattersburg, aber auch mit Bruno Wögerer, mit Promente sehr starke und wichtige Partner im Burgenland haben. Und ich freue mich auch, dass es nach schwierigen Gesprächen gelungen ist, diesen Standort zu fixieren, dass sich hier sowohl die Stadtgemeinde Mattersburg, aber auch Hofrat Wögerer sich massiv eingesetzt haben, um dieses Ergebnis zu erreichen. Ich war vor wenigen Tagen in der Stadt Mattersburg, Mattersburg als Schulstadt, Mattersburg als Wirtschaftsstandort, Mattersburg als Sportstadt, aber ganz wichtig auch Mattersburg als eine sozial ausgerichtete Stadt. Das, glaube ich, ist in unserem Heimatland Burgenland wichtig. Wir brauchen auf der einen Seite in vielen Bereichen Impulse, aber wir brauchen genauso vor allem im Gesundheits- und im Sozialbereich Einrichtungen, die den Menschen helfen. Menschen, die Probleme haben, denen soll rasch, effizient und in höchster Qualität geholfen werden. Und wir setzen in Burgenland auf Prävention, was natürlich ganz wichtig ist, damit man vielleicht weniger oft in diese schwierigen Situationen des Lebens kommt. Sich von den Plätzen zu erheben.